So, moin. Viele haben sich von euch gefragt, was ist es nur geworden? Jetzt kommt die Auflösung, es ist ein Fendt geworden, wie man so schön erkennen kann. Ein Fendt 39 habe ich hier bekommen. Und ja, könnt ihr auch mal ein Like da lassen da oben bei Agrar Lübershof. Vielleicht verlinke ich unten in der Biografie. Rene gerade leider ein bisschen, aber das macht nichts. Ja, nette Gespann. Schöne schwarze Felgen, was mir sehr persönlich gut gefällt. Auf die Aufdrücke vom Betrieb finde ich auch sehr gut. Ausstattung Profi Plus. An sich hat der Schlepper alles außer eine Rückfahreinrichtung. Ja. Und hier hinten haben wir eine. Muss mal kurz die Stimme sauber machen, sorry. Hier hinten haben wir eine Dahman Profi Glas. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal im Schlepper und gucken uns das Ganze an. So, jetzt kommen wir zum Angucken. Hier liegt noch mein Drohnenkrempel. Kann leider nicht fliegen, weil es ja, wie gesagt, regnet. Ja, kommen wir zum Angucken. Den schönen Trecker. Hier haben wir natürlich einen schönen. Machen erstmal die Tür zu. Hier haben wir natürlich einen schönen Teppich drin mit einer schönen Kühlbox, die ich auch sehr gut finde. Ja, sonst haben wir auch GPS auch alles freischalten. Ja, muss sagen. Hier kommt noch was, da hat mir was bestellt. Eine schöne Einlage, dass man noch mal sein irgendwas hier hinpacken kann. Hier haben wir natürlich eine schöne Handyhalterung. Hier geht bei uns viel über Tablet, Aufträge und so weiter und so fort. Ja, genau. Da habt ihr mal gesehen. Das ist das schöne Gespann. Ich finde, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Ausstattung. Weil, wie gesagt, Sprit zum Beispiel, muss man auch sagen, geht alles über Isobus. Ist schon ein richtig schöner Schlepper. Ja, und mal gucken, wann es denn mit der Ernte losgeht. Gerste haben wir ja nicht auf dem Betrieb. Wahrscheinlich, meint der Chef, fangen wir dann erst mit dem Weizen an und dann nachher später mit dem Raps. Genau, dann denke ich mal, wir werden ab und zu auch mal einen Livestream anmachen vom Transportfahren. Genau, wenn es der Empfang zulässt, ne, muss man da auch mal alles sehen, wie das alles so funktioniert. Genau, ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Genau, vielleicht können wir ja mal einen Hofrundgang irgendwann machen mit dem Chef persönlich. Könnt ihr vielleicht mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr Lust zu hättet. Gucken, ob der Chef überhaupt so Lust hat. Mal gucken. Schreibt einfach mal einen Kommentar, ob ihr Bock hättet auf eine kleine Hofrundtour mit dem Chef. Ja, genau. Genau, bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste und bis dann. Ciao.